Liebe Freunde, in diesem Video wollte ich mit euch oder mit dir über ein Thema sprechen, das ich in den letzten 2-3 Jahren habe beobachten durfte. Und zwar geht es um das Thema Einsamkeit. In den letzten Jahren ist extrem viel passiert. Es sind Massnahmen getroffen worden, Krisen sind entstanden, Weltwirtschaft ist im sich wandeln, Krieg ist um und sehr viele Menschen sind so verängstigt und wissen nicht, wie weiter und fühlen sich einsam, sind sauer, innerlich zornig und innerhalb von der Familie gibt es Spaltung, man schlägt sich die Köpfe und man versteht sich irgendwie nicht. Und die grosse Frage ist, wie kann man dieser Sache entgegenwirken? Ich glaube, Probleme sind da, um sie zu lösen. Du wirst nie ein Problem bekommen im Leben, ohne dass du sie kannst lösen. Und da muss man sich vielleicht einmal ein bisschen Gedanken machen. Und ich habe diesbezüglich zwei wichtige Schlüsselelemente, die ich dir mit auf den Weg geben will. Wenn du zum Beispiel jetzt dich gerade in der Familie oder im Freundschaftskreis oder generell im Geschäft unverstanden fühlst oder vielleicht auch in so einer Situation bist, wo Leute mit dir krachen tun, dass du vielleicht darüber mal nachdenkst, ob das dich unterstützen könnte in diesem Prozess. Das Erste ist, wenn wir als Mensch, als Nation die nächsten 50 oder 100 Jahre gesund miteinander erleben, also mentale Gesundheit stärken, mental fit sein da oben, dann müssen wir die Mentalität ändern. Und die Mentalität können wir ändern, indem wir das Fundament schaffen. Und das Fundament ist in erster Linie Empathie für den anderen. Also wir müssen empathischer werden. Wir müssen verstehen, was in dem Kopf oder bei ihr im Herzen abgeht. Um das zu machen, müssen wir geduldig sein. Wir müssen den Dialog suchen. Wir müssen eine Plattform schaffen, wo wir sagen, okay, wir hocken jetzt an, ohne Handy. Handy tust du schon mal auf die Seite, alles tust du auf die Seite, es ist ein neutraler Platz. Wie früher damals, vor 20 Jahren, wo die Smartphones noch nicht so waren, wo man zum Beispiel das Rest ist und es Partnerinnen und Partner, Freunde, Kollegen, und da hat es kein Handy gegeben und dann hat man miteinander können sich austauschen, man hat sich können in die Augen hineinschauen und hat können reden. Empathie kannst du in dieser Form entwickeln, wenn du dir Zeit nimmst für den anderen und aufmerksam bist, achtsam bist und ihm oder ihr tief in die Augen hineinschaust und sagst, wer ist dort innen? Okay? Also interessiert sie, weil sie versuchen zu verstehen, was in diesem Kopf, in dem Herz, in diesem Punkt dort abgeht. Und das können wir nur machen, wenn wir aufmerksam sind. Aufmerksamkeit erfordert Energie. Energie, Fokus, Aufmerksamkeit, Achtsamkeit, in dem Moment bleiben, im Jetzt bleiben, da in dieser Situation bleiben, nicht nach links, nicht nach rechts schweifen. Und dann schafft man eigentlich Grundlage, um den anderen zu verstehen, weil deine gesamte Energie geht einfach in diese Richtung oder bleibt in diesem Raum und ist nicht zerstreut. Und die grösste Problematik ist, wenn wir Empathie entwickeln wollen, ist die Ablenkung. Das ist eigentlich so ein Fluch, wir können sagen Fluch, oder? Heutzutage bist du mit deiner Aufmerksamkeit so zersplittert, du bist überall und doch nie. Oder? Heutzutage kann man im Facebook sein, Messenger sein, Instagram, TikTok und da und da, 20 Minuten drücken und der Blick und da. Und dann bist du überall, aber nirgendwo mit der gesamten Form von Energie. Und wenn du den anderen verstehen willst, wenn du Empathie entwickeln willst, dann musst du das trainieren wie ein Muskel. Und das kannst du nur machen, indem du wirklich alles auf die Seite tust. Wenn du mit deiner Freundin unterwegs bist, dann musst du Zeit nehmen für deine Freundin. Dann hast du das Handy auf die Seite. Am besten lässt du das Handy auch weg. Du nimmst es gar nicht mit. Und dann hast du auch nicht die Tendenz, ja, für dich, ja, die musst du ja schauen, wer ist mir angerufen. Oder einfach mit der Freundin oder mit den Kollegen, mit den Freunden unterwegs sein, wie früher. Also früher ist es so, man hat sich telefonisch kontaktiert. Damals hat es ja ein Kabeltelefon gegeben. Man hat einem Kollegen angerufen, gesagt, um 2 treffen wir uns am Spielplatz. Und dann ist man dorthin und hat Fußball gespielt oder Basketball gespielt. Und dann bist du dort gewesen. Heute ist es so, dass du sagst, ja, treffen wir uns, ja, um 2, wo? Im Instagram. Oder auf YouTube, ist Livestream. Ich muss aufpassen mit meinen Worten. Okay, ihr versteht, was ich meine. Also, das Leben sollte nicht digital sein, das Leben sollte nach wie vor wie früher von außen live stattfinden, indem man sich in die Augen schaut und versucht, den Menschen zu verstehen, wer ist das, der mit mir hier spricht? Was erzählt er? Was versucht sie mir zu erzählen? Wieso denkt sie so, wie sie denkt? Und wieso ist er so, wie er ist? Ich muss doch interessiert sein, ihm zu verstehen, damit ich die Beziehung kann stärken. Das kann eben in einer Partnerschaft sein, aber auch in der Familie sollte man sich bemühen, den anderen zu verstehen. Und ganz wichtig scheint mir noch zu sein, oder dass man sich das auch wirklich zu Herzen nimmt, dass man respektvoll miteinander ist. Und respektvoll heisst, dem anderen Möglichkeit geben, sich auszureden. Also
aussprechen. Er sollte die Gelegenheit bekommen, können dürfen zu reden, ohne dass du ein Wort reinfällst und ihn durcheinander bringst in seine Gedanken und dann niemand versteht irgendjemand, alles verschiebt sich, das führt dann dazu, dass man dann irgendwie mentalen Chaos hat im Kopf. Oder? Und deswegen ist es wichtig, Dialog suchen, Aufmerksamkeit in dem Raum behalten, ohne dass du irgendwie nach links, nach rechts schaust, was hat er oder was hat sie. Und ganz wichtig, dort einfach einmal ruhig bleiben und andere aussprechen lassen. Und so kannst du auch vielleicht etwas für dich mitnehmen oder andersrum. Das Erste ist also Empathie entwickeln. Ist wie ein Muskel, das kann man trainieren, das kann man lernen. Es ist eine Frage von Ausdauer. Man kann das trainieren. Das ist eine Fähigkeit. Und die andere Sache ist Kommunikation. Kommunikation bedeutet, dass du mit deinen Worte sehr bedacht, sehr vorsichtig sein solltest, weil Worte haben die Macht, jemanden wirklich zu verletzen, zu vernichten. Also kannst du jemanden ohrfeigen, der vergisst er vielleicht, aber wenn du jemandem sagst, du bist ein Schlag, dann nimmt er sich das zu Herzen. Oder? Dann geht das wirklich irgendwo, das trifft dann einem wirklich heftig. Oder? Und darum ist es wichtig, dass du aufpassen tust, wie du deine Sätze formulierst und nicht im Nachhinein dann kommst und sagst, ja, weißt du, sorry, ich habe es nicht so gemeint. Das betrifft jetzt nicht nur Privatpersonen, das sind auch sehr viele Führungskräfte, die Kommunikation nicht beherrschen, die ihre Mitarbeiter unbewusst angreifen tun und nicht verstanden haben, wie man erfolgreich kommuniziert. Wenn man als Führungskraft will, seine Mitarbeiter motivieren, Mitarbeiter binden, dann muss man in der Lage sein, sollte man in der Lage sein, sie können durch erfolgreiche Kommunikation zu führen, zu leiten. Und das kann man machen, indem man sich auch halt bemüht, weil zu verstehen, was Kommunikation ist, wie Kommunikation auch funktioniert. Diesbezüglich bietet wie auch Coachings oder Trainings an. Aber es soll jetzt nicht darum gehen, dass du Trainings buchst oder Coachings buchst, sondern es geht in erster Linie, dass du dir bewusst werden, was du eigentlich aussprechen tust und was das beim anderen könnte bewirken. Was könnte beim anderen passieren, wenn du das Wort XY zum Beispiel nennen tust? Oder was könnte sein, wenn du wenn du deine Stimme laut deine Stimme aufdrehst oder und rausschreist mit Körpersprache das Ganze noch betonst, wie könnte er oder sie sich in so einer Situation fühlen? Würde er sich denn noch getrauen, dir überhaupt etwas zu sagen oder nicht? Es machen auch viele Führungskräfte, schreien unbewusst ihre Leute an, sie sind emotional vielleicht aufgebracht, ist vielleicht nicht der richtige Zeitpunkt, sich anzuschreien, sondern eigentlich sollst du dich zurückziehen. Und dann vielleicht dann, wenn du ruhig bist, deine Gedanken wieder geordnet hast, mental wieder alles justiert hast, dann sollst du vorgehen und sagen, sorry, ich war ein emotional aufgewühlt, jetzt habe ich meine Gedanken geordnet, können wir noch einmal bitte das Thema aufgreifen und ich würde gerne meine Meinung wie folgt äußern. Und das hat etwas halt, finde ich auch, mit Respekt zu tun, dass man den Mensch, der dir gegenübersteht, dass man ihn nicht anschreit, weil er ist auch einfach eine Seele in einem Körper, ein geistlichen Konstrukt, oder? Er ist in diesem Körper und macht Erfahrung auf dem Planet und weiss es vielleicht nicht besser. Und du sollst bemüht sein, oder er soll bemüht sein, dich zu verstehen, du sollst bemüht sein, zum Beispiel ihn zu verstehen. Deswegen finde ich wichtig, dass man immer respektvoll ist und versucht, sich in die Lage des anderen zu versetzen und zu verstehen, wie diese Sache in dem Kopf des anderen halt generiert wird. So, ich denke, wenn wir die zwei Sachen zusammenführen, dann haben wir wirklich die Möglichkeit, uns besser zu verstehen. Dann können wir auch gesellschaftliche Themen aufgreifen und sagen, schau, das ist vielleicht weniger gesund, das ist vielleicht gut, das ist wichtig für die nächste Generation, so könnt ihr es mal vorstellen. Und dann kann man sich ja auch als Mensch, als Familie, als Gemeinde, als Nation weiterentwickeln und für Stabilität sorgen. Und wenn wir das nicht schaffen, dann wird es schwierig. Und etwas vielleicht noch zuletzt. Ich habe vorher erwähnt, dass sehr viel halt ins Handy hineinschauen und das Leben dort drinnen versuchen abzuspielen. Oder? Und ich meine, Digitalisierung ist nichts Schlimmes, man muss es ja nicht verfluchen. Und es ist ja ein Instrument. Du kannst es so bedienen, du kannst es so bedienen, du kannst es jeden Tag, jede Nacht, überall und alles halt so integrieren in dein Leben, dass du dann nur noch digital wirst. Das wird nicht gesund sein. Darum ist wichtig, alles im Balance zu halten. Also, das Leben bedeutet wie Tag und Nacht. Es muss alles ausjustiert sein, es muss alles gegengleichig sein, es muss alles wirklich
in Einklang sind. Und um das können zu machen, manchmal ist es mal vielleicht so, manchmal so, aber wichtig ist immer, dass man sich auch reflektiert und auch, was ich will, will schaffen. Man muss sich weiterentwickeln, man muss sich das Strecken nach dem Hören oder das Streben nach dem Perfekten, das wirst du nicht, du wirst nie perfekt sein, aber sich strecken danach, dass du besser werden willst als gestern, dass du dich weiterentwickeln willst. Und das führt uns aus der Komfortzone, das führt uns aus der gewohnten Aktivitäten raus und bringt uns dazu, dass wir etwas Neues kennenlernen. Und deswegen finde ich wichtig, dass man auch schaut, dass man nebst der Empathie, Kommunikation auch immer wieder schaut, dass man ausgeglichen ist. Und diesbezüglich bist du halt für dich selber verantwortlich. Was ich dir empfehle, dann ist, dass du wirklich auch in regelmäßigen Zeitabständen rausgehst, in die Natur gehst, dass du Sport machst, dass du auf deine Gesundheit achten tust, dass du genug schlafen tust, Schlafhygiene und all das. Und so kannst du dich laufend justieren und eine Brücke bilden, wo dann andere zu dir können überlaufen und dann mit dir spazieren können gehen. Ja, das wäre es gewesen. Sind jetzt 11 Minuten vorbei. Ich denke, es war kurz, intensiv. Wir können stundenlang über solche Themen reden, aber ich denke, wichtig ist, dass wir wirklich im Herzen uns vereinen tun, dass wir uns mit Respekt, mit Liebe, mit Frieden, mit schönen Absichten begegnen und versuchen, den anderen zu verstehen und versuchen, auch vielleicht uns zu strecken und ihm zu helfen oder sie zu unterstützen in einem bestimmten Bereich, wenn man es kann. Und so kann man sich als Gesellschaft auch gesund weiterentwickeln. Wenn wir das nicht schaffen, dann wird es schwierig. Aber ich persönlich bin halt ein Coach, ein Trainer, ein Mentor. Und ich sehe immer Möglichkeiten. Und deswegen sehe ich auch hier jetzt Möglichkeiten. Wir können es schaffen, wenn wir uns darauf fokussieren. Und wenn dir das Video gefallen hat, du das mit deinen Liebsten teilen, damit er oder sie sich auch Gedanken machen kann, ob er oder sie in bestimmten Situationen vielleicht überreagiert, wenn ja, warum, wieso, dass er auch die Möglichkeit bekommt, aus einer anderen Perspektive sich zu sehen. Und so können wir es dann gemeinsam wirklich auch ein bisschen angehen. In dem Sinne, ich wünsche dir viel Liebe, Gesundheit und bis bald. Danke vielmals.